Sei vorsichtig. Ich registriere da etwas in unserer Nähe. Oh, da hat man schon entsprechend hier auch schon gleich mal richtig Stress an den Backen. Geht jetzt erstmal richtig rund hier. Oh ja, das ist natürlich extrem geschickt gewesen. So. Na, da stehen sie schon und warten auf einen. Bitteschön. Oh, nö. Da will man gekonnt eigentlich eine Granate dazwischen schmeißen und schmeißt sie dahinter. Muss man auch erstmal hinkriegen. Servitor. Warte. Sipix Primus? Er sollte doch tot sein. Diese Energiesignatur ist seltsam. Stammt nicht von den Gefallenen, aber sie regeneriert sich. Hast du gesagt, dass er sich regeneriert? Töte Sepix-Hüter jetzt! Sofort! Wenn dieser Servitor das ist, was ich annehme, dann werden ihm die Tempeltore nicht standhalten können. Du musst ihn vernichten, bevor das passiert. Na, no, da vorne ist der Kollege schon. Verhindere, dass Sepix in diesen Tempel eindringt. Ja, no, jetzt das Schild darunter. So, der Kollege steckt erstmal gut ein hier. Oha, Munition alle. So, ganz alleine bin ich da auch nicht gerade, merke ich gerade. So. Empfange Signale von Verstärkung, die sich unseren Koordinaten nähert. Oh, ich glaube, da oben rennen auch noch welche rum, irgendwie hier. Nö. Der ist aber gerade richtig vor hier. Jetzt glüht er. Die Anhöhehüter, nutze sie. All der Aufwand nur, um in einen alten Tempel einzubrechen? Auch alte Wölfe beißen noch. Shiro, wie ist dein Status? Ich umkreise den Bereich. Soweit alles okay. Bin gleich da. Gut gemacht, Hüter. Der Tempel ist gesichert. Nun können wir... Shiro, erfasse ihn! Ich empfange gerade... Warte! Mehrfache Treffer nahe des Walls in Sektor 17. Sie attackieren das Sensorenraster. Sie wissen, wo Siva ist. Hüter, geh sofort ins Kosmodrom. Falls Sepix entkommt, haben wir mehr als nur ein Gefallenenproblem. So, da hat man entsprechend jetzt dann eben halt hier den Bildschirm, wo die Auflistung von dem gemacht wird, was man eventuell an Loot bekommen hat. Aber da ich das natürlich entsprechend schon durchgespielt hatte, gibt es hier natürlich nichts mehr. Da muss man jetzt einen kleinen Moment eben warten und die Taste gedrückt halten. So.
Und da ist man jetzt entsprechend wieder im Orbit, von wo aus man entsprechend die Reise dann weiterführen kann. Ich sehe auch gerade, dass ich hier sogar was in der Post liegen habe. So, weil ich möchte euch natürlich auch nicht zu viel spoilern, also dementsprechend gehe ich jetzt einfach mal fix zum Turm und dann zeigen wir euch gleich mal einfach mal die neue Karte, die man entsprechend hier jetzt zur Verfügung hat, mit einer tollen Möglichkeit zum Looten. Oft ist es eben halt so, dass man dann auch eben andere Trupps da trifft und es wird der Reihe nach dann entsprechend da ein Gegenstand verwendet, womit man dann im Prinzip so eine Art Bossrunde lostreten kann. Und bei dieser kommt dann wirklich dann so einiges bei rum. Also wir haben da jetzt gestern dann auch entsprechend schon einige legendäre Sachen auch bekommen. Und zum Teil aber auch manchmal sogar blaue Sachen, die wirklich sogar von Nutzen waren und ein bisschen weitergebracht haben. Also man merkt wirklich, dass das Perk-System sich so ein bisschen hinten nach unten verschoben hat, in der Hinsicht, dass man mit Grün wirklich zugeschmissen wird. Blau ist schon ein Stückchen seltener geworden. Legendäre sind jetzt auch wirklich rar geworden und exotisch, da muss man echt schon ein paar Stündchen für spielen, dass man auch wirklich mal so ein gelbes Bällchen mal rollen sieht. Da gibt es ja natürlich für alle Kenner des Spiels natürlich die Möglichkeit, den Perks-Gegenstand 3 der Münzen zum Beispiel zu nutzen. Die Möglichkeit hat man natürlich auch noch hier. Und dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, diverse Booster und Ähnliches zu benutzen, um dann eben halt die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, bessere Klamotten zu bekommen. Aber ich sag mal so, es ist eben halt so, wie man es von Destiny kennt. Man muss natürlich viel spielen, um auch wirklich gute Sachen zu bekommen. Das ist einfach so. So, dann mal schauen, was in der Post liegen geblieben ist. Ein Engramm. So, dann mal eben schnell hier zum Auspacken gehen. So, da macht man eben halt entsprechend sein Geld mit und da sieht man, ich habe da so ein bisschen Krempel hier schon zusammen. So, wie man es halt häufig kennt, ist es so, dass man die meisten Sachen dann im Endeffekt nachher ab einer gewissen Höhe des Rangs natürlich dann auch oft am Wegschmeißen ist. So, das kann ich zum Beispiel schon wegfeuern hier. Den Kollegen brauche ich auch nicht mehr. Das kann auch weg. Aber es gibt zumindest Ressourcen, die man immer noch weiter verwenden kann. So, wie ihr sehen könnt, also ich bin jetzt eigentlich schon ganz nett irgendwie so im Bereich ungefähr um die 350. Es ist so, dass jetzt momentan das Level Cap bei 385 liegt vom Lift-Level her. Bei Kauf dieses Add-ons ist es eben halt auch zusätzlich so, dass ihr auch einen Lichtfunken bekommt. Das kennen einige vielleicht aus dem Add-on vorher. Es ist so, dass ihr eben halt einen neuen Charakter somit direkt auf Level 40 bringen könnt. Das heißt, ihr braucht euch nicht da wieder komplett hochzuspielen. Müsst aber natürlich dann dementsprechend über die Rüstung das bekannte Lichtlevel dann eben halt hochperken. So, dann gucken wir mal, wo der Kindred gerade ist. Okay, der ist gerade dann noch ein bisschen am Shoppen, so wie es aussieht. Seht auch gerade die drei Pünktchen. Der hängt erstmal wieder im Eververse rum und kauft sich bestimmt schon wieder ganz viele Skins und so weiter. Hihi, nerven wir den mal ein bisschen. So, mal ein bisschen hier lila rüberschieben. Haha. Eigentlich kauft er ein und ich schieb den hier quer durch den Turm. Ich schub's dich, ich schub's dich. So, in der Zeit erschrecke ich noch mal eben. Läuft er einfach so zurück. So. La la la. Ach, hier hat strahlender Schatz gefunden. Ey, boah. Ja, oh, ey, in einer Tour. Jetzt wird's eklig. Jetzt wird's gerade echt eklig. Da hat schon wieder einer Corner-Hobbys. Ich sehe das schon. Der nimmt gar kein Ende. Ich glaube, der hat jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Monatslohn in Sterling-Schätze umgesetzt oder so. Man hört ihn jetzt auch eben kurz noch lachen. Ja, macht er jetzt gerade in der Party mal den schweigsamen Unnahbaren. Hat sich jetzt gerade schon wieder 8 Millionen Credits irgendwie geholt, um sich Schätze zu kaufen. Ja, hier, da kommen schon die gelben Sachen. Ich sehe jetzt schon.
Schmelztiegel-Assassine, was auch immer das schon wieder ist. Das ist bestimmt irgendwie was Passendes für seinen Char irgendwie. Ikonoklast, joa. So, da scheinen wohl irgendwelche Skins zu sein für seine Waffen, so wie das aussieht. Ah ja, da geht's schon wieder rum. Und zwar, hier hat er sich gerade rumgetrieben, damit ihr auch eben kurz einen Einblick habt. Und zwar kann man sich hier diese Schätze hier kaufen. Da kann man eben halt Waffenornamente, zusätzliche Gegenstände bekommen, aber auch zum Beispiel hier den Gyalla Wing, eben halt neues Fortbewegungsmittel. Gesten bekommt man hier, also alles Mögliche an Krempeln. Das kann man entsprechend gegen Silber eintauschen. Wenn man möchte, kann man da eben halt ein paar Euros in Echtgeld investieren, um dann entsprechend so ein bisschen seine Individualität ein bisschen rauszustellen, um dann eben halt Skins überall drauf zu packen. Aber auch natürlich manchmal auch wirklich Gegenstände, die ein einiges weiterbringen, dazu erlangen. So, und er fummelt immer noch in seinem Menü darum. Ich fass es nicht. Er hat bestimmt 8 Millionen exotische Teile gekriegt oder so. Ich ahne es schon. So, und mal ab in Orbit zurück. Mit Sicherheit hat er gleich ein Mörderraumschiff da. Mit Sicherheit kommen wir gleich in Orbit und er hat die Enterprise oder so. Ich sehe das schon kommen. Oder ein X-Wing. So, und dann gehen wir jetzt einfach mal auf die neue Karte. Da gehen wir jetzt entsprechend einfach mal in den Patrouillenmodus. So, dann will ich auch mal kurz mal bei mir im Inventar gucken, ob ich überhaupt einen entsprechenden Perk habe, den ich dann irgendwie gleich brauche. Na, einen habe ich dabei. Das ist doch schon mal was. Kindred, hast du noch welche von den Opfern dabei? Okay, naja gut, ist es zumindest der eine. Ja, yay! Yeah. Ja, natürlich, ich hau noch mal jemanden raus, klar. Wenn dann richtig. Unfassbar. Weil der Kollege hat ja auch überhaupt gar kein Glück. Er hat dann gestern erstmal auch noch einen Mörder-Sniper gefunden. Einfach so beim Looten. Ich denke, ich muss für sowas wahrscheinlich ungefähr, ich weiß nicht, 15 bis 38 Jahre spielen oder so, bis ich sowas kriege oder so. Ja, oder so. Das ist natürlich auch auf jeden Fall eine Lösung. So, ja, hier könnt ihr dann entsprechend jetzt einfach mal die neue Karte sehen. Und zwar seht ihr da oben den fetten Wall. Mehrere Berichte über Feindaktivitäten in den verseuchten Landen erhalten. Wir sollten uns das mal ansehen. So, dieser Wall, der dürfte euch ja wahrscheinlich bekannt vorkommen. Und zwar war das auch wirklich tatsächlich der Wall, wo das Spiel damals begonnen hat. Man kommt tatsächlich auch wirklich in diesem Bereich dann auch später nochmal zurück. Wo ein der Geist eben halt, der einen begleitet, der damals dann aufgesammelt hat. Ist eigentlich dann schon ganz cool zu sehen, wenn man dann bedenkt, von wegen, man hat 3 Jahre gespielt und man kommt im Prinzip an seinen Ausgangspunkt nochmal zurück. Hat dann auch irgendwie seinen Reiz. So, blaues Loot. So, und dann gucken wir mal in den Bereich darüber, wo man vielleicht schönes Loot kriegt. Obwohl, man kann auch eben schnell eine Patrouillenmission mitnehmen. So, das ist auch das Übliche, was ihr wahrscheinlich auch schon kennt. So, das ist jetzt auch das normale Eliminieren. Das ist typische Kill-Mission. Dann eben halt zu diesem Add-on gab es dann entsprechend auch wieder das Aufgabenbuch dazu, wo man dann auch sich Extras freischalten kann, eben halt. Wie dann eben halt auch neue Rüstungsteile und ähnliches. Oha. Oh, mal schnell mal zur Hilfe eilen hier. So. Kein Problem. So, das sind